Willkommen zurück, heute zu dem ungewöhnlichen Hallo, dem Enten-Skills-Comeback. Ich würde sagen, wir fahren nicht lange rum, sondern fangen direkt an. Gerade brandneu rausgekommen, ich habe richtig gecampt. Eine halbe Stunde, Mann. Der ist eine halbe Stunde zu spät. Jetzt muss er hier einen raushauen. Dir eine leckere heiße Schokolade. Setz dich in den Wellness-Teich und genieß darin das komplette Video. Ehrlich, das Video ist wichtig. Ich sitze auf jeden Fall auch in meinem Wellness-Teich. Bitte schau es komplett. Hi. Wie fange ich das Video am besten an? Ich glaube... Er hat auch so ein Zeichenvideo gemacht, wie ich mein letztes Video feiere. Die lange sehnte Anmoderation. Hey, meine Entenfreunde, ich bin's wieder, eure Ente und willkommen. Was hat der Junge bitte geraucht? Zu. Vielleicht seine eigenen Haare, die hier oben fehlen, oder den Bart, der nicht vollständig ist. Man weiß es nicht, Leute, schreibt's mal in die Kommentare. Dem. Lange sinkenden Video. Ihr merkt schon, das Video ist anders als erwartet, oder? Ihr dachtet, es kommt ein normales Bad Force Let's Play oder so. Aber nein, für so etwas Spezielles wie heute mache ich auch, naja, etwas Spezielles. Wobei das... Oh Gott. Bitte zieh dich nicht aus, 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 bitte zieh dich nicht aus. Vielleicht irgendwann normaler Content meines Kanals werden könnte oder nicht. Aber keine Sorge, Bad Force kommt auf meinem Kanal natürlich auch wieder. Dazu aber später mehr. Um was geht es in diesem Video? Ich fange wahrscheinlich einfach an zu erzählen, wie... Gib dem Jungen doch seinen Reis, Mann. Auf YouTube. Gib ihm seinen Reis. Oh, oder er hat den Reis schon in den Backen, er hat den einfach so weggeatmet. Ich erstellte den Kanal am 1.11.2005. Lol, als ob er auch so einen Weg zu YouTube macht, was ich gemacht habe, das ist doch nicht wahr. Im Endeffekt, ich vögel dich, oh Gott, Digga. Oh. Und machte darauf noch nicht wirklich etwas. Zu Weihnachten bekam ich dann mein erstes Headset und fing damit auch Anfang 2016 wirklich mit YouTube an. Lange Zeit war ich weniger erfolgreich, aber ich hatte einfach meinen Spaß dabei. Abonnenten, Alter, mega cool. Auch wenn die Videos mega cringe waren, ihr wisst gar nicht, wie krass für mich die ersten 100 Subs waren. Ey. Ja, ist aber true, man. Die ersten 100 Abonnenten sind die krankesten irgendwie. Witz. Weil da freut man sich dann, wie wenn man nach 3 Tagen mal ein Abo gemacht hat oder so. Mein erster Fan, der jedes Video schaute und immer kommentierte. Danke an dich, du warst meine erste Motivation. Er sieht aus wie so ein bekiffter Chinese, der Bock auf Reis hat. Zum Beispiel Skywars. Die Ente, die Bock auf Reis hat. Chicken, ne, keine Ahnung, so asiatisches Chicken mit Reis oder so. Ist wie so ein Gericht. Oder Soup PvP. Aber mit Bad Force habe ich erst später angefangen. Ich habe das privat zwar andauernd gespielt, aber irgendwie nie Let's Played. Mit Bad Force kam es dann auch. Die Revolution auf meinem Kanal und auch in Bad Force allgemein. Nicht der sogenannte. Freut sich richtig, der sogenannte Bad Wars-Effekt. True. Ich fing nämlich als einer der ersten anscheinend mit Breezily an. Und das ist womöglich auch einer der Gründe, warum ich heute immer wieder Legende genannt werde. Ich bevorzuge aber eher Legende. Oh Gott, ist der Wort ein schlecht, Digga. Breezily gab es natürlich schon länger, aber es kannte bis dahin halt noch keiner so richtig. Und nach meiner 1000 What the fuck? So richtig und... What the fuck? Sieht einfach aus, als ob hier so eine Plastikgabel drin liegt und die Sprechblase kommt einfach aus seiner nicht vorhandenen Nase, so, what the fuck? Nach meiner 1000 Abonnenten Breezily-Montage im Mai fing dann mein Kanal an heftig zu wachsen. Es hat nicht lange gedauert und ich habe meine 10.000 Abonnenten wie die Rutsche im McDonalds, Alter. Erreicht. Mein Kanal wuchs weiter und meine Videoqualität verbesserte sich durchgehend. In der Zeit veröffentlichte ich auch mein 15.000 Abonnenten Text-Chat-Pack, welches heute übrigens immer noch mein Standard-Pack ist. 22.000 habe ich dann womöglich das aufwendigste Video, welches bis dahin auf dem Kanal war, produziert gehabt. Aber ich bekam einen negativen Rückschlag anstatt einer erwarteten Begeisterung. Nicht, weil das Video schlecht war, sondern weil ich mit einem Lied ein Urheberrecht verletzt habe. Oh, belastend, Digga. Dadurch ist das Video nur noch am Computer zu sehen und da leider viele Menschen die Videos lieber am Handy schauen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr am Handy oder am PC guckt, würde mich mal interessieren. Ist halt alles zugrunde gegangen. Ich war auch am Boden zerstört, aber habe mich wieder aufgestellt, daraus gelernt. Diese Zeichnung, und Mann. Fröhlich weitergemacht. Was ist das eigentlich? Was male ich eigentlich? Oh Mann, eigentlich ist das ein ernstes Thema, aber. Egal, ich mach. Man probiert sich ja doch immer so ein bisschen selber zu malen, ne? Ich glaube, das ist keine Karikatur der Übertreibung. Der Junge sieht echt so aus, Mann. Gönnt euch mal hier den Bizeps. Der Ginger Bizeps! Einfach weiter. Der ist davon bei Quadrix auf jeden Fall schon nicer, der abused der auch.
machte weiter und erreichte Immer dieser bekiffte Typ, ne? einiger Ich Zeit hasse auch. sogar die 30.000 Abonnenten. Relativ schnell war also mein Status im Sommer 2016. Ah, er hat heute die 40.000 auch noch geknackt. GZ, Grüße gehen raus. So weit aufgebaut. Hier kam dann trotz meines Erfolges eine kleine Phase, wo ich dann plötzlich keine Lust mehr auf Bad Wars hatte. Ich habe ungefähr einen Monat Pause gemacht und mich dann dazu entschieden, einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Es ist teilweise egoistisch, aber es ist auch mein Ich finde, man sollte immer das machen, worauf man Bock hat. Also auch ganz viele YouTuber müssen ja Minecraft einfach bringen, weil sie von diesem Spiel abhängig sind, weil sie mit YouTube ihr Lebensunterhalt verdienen so. Ja, finde ich es halt ziemlich traurig so bei den Leuten, ja, das Spiel doch gar nicht mehr Spaß macht. Und ich finde, wenn das Spiel oder der Spielmodus einem keinen Spaß mehr macht, so, dann sollte man den noch nicht mehr spielen. Na, und ich bin immer noch der Meinung, dass man als YouTuber das machen sollte, was man auch am meisten Korrekt, liebt. Korrekt, Bruder. Nur so kann man den Zuschauern leiden. So kann ein YouTuber das machen sollte, was man auch das am meisten Das Herz verwandelt sich einfach in den Arsch, wo der Fulz so. Aber mit richtig Sprühschiss, Alter. Nur so kann man den Zuschauern Leidenschaft zeigen und Freude bereiten. Auch wenn es demotivierend zu sehen war, dass viele zum Großteil nur Bad Wars sehen wollten, naja, wurde ich auch halt gleichzeitig so. Motiviert von Leuten, die alles von mir schauten, weil es eben von mir war. Von Leuten, die meine Videos likten Süß. Und immer nette Sowas Comment- sind die wahren Ehrenmänner und sowas ist die wahre Community. Paare hinter die Leute wegen einem Charakter gucken und nicht wegen, weil dem, sie mochten, was ich wegen tat. Dem Spiel sie oder der Art von euch dem sind Spiel. Mir die wichtigsten. Euch, der wahren ANSK-Mafia, bin ich womöglich am meisten dankbar. Ein unglaubliches Danke hierbei an die beste Community ever. Ehrlich, bleibt aktiv, ihr seid die Besten. Puh, das war jetzt etwas zu ernst, oder? Jetzt hör auf so zu schauen und lächel mal ein bisschen. Ich bin jetzt wieder da. Das sollte doch eigentlich das Highlight des Tages werden, okay? Also sei glücklich und hör dir gefälligst meine Geschichte. Er hat hier nicht ernsthaft einen Arsch oder eine Möse gemalt. Bruder, das ist nicht dein Ernst. Fichte an. Aber jetzt wurde die Schule problematischer. Nicht mehr lange und ich wäre in der Oberstufe des Gymnasiums. Die Zeit vergeht halt echt schnell, Mann. Also habe ich am Anfang 2017 an Silvester beschlossen, einen unspektakulären Abschied mit einem Bullshit-Video zu machen und eine Pause von YouTube einzulegen. Ich habe die Pause gemacht, weil mir die Schule wichtiger war. Jetzt momentan gehe ich... Ich finde auch immer, dass die Schule vorgeht vor solchen Sachen. Also ein richtig sympathischer Typ, der genau meine Ansichten teilt. Die Q11 des Gymnasiums. Das steht für Qualifikationsphase 11, nicht für Q. Ich bin ja in Bayern und habe ein etwas anderes Schulsystem als viele andere Bundesländer und meine Noten werden jetzt auch in Punkten von 0... Ja, das ist aber normal in der Oberstufe. ...bis 15 verrechnet. Also 0 ist eine 6, 1 Punkt 5 minus, 2 Punkte 5, 3 Punkte 5 plus und so weiter. Was ich übrigens auch um einiges besser finde. Aber warte mal, Olli, wenn dir die Schule doch wichtiger ist, vor allem jetzt, Toastbrot die letzten zwei was? Jahre, in welchen du das Abitur machen willst, wieso fängst du dann wieder ja, mit YouTube an? Das ist ganz leicht zu erklären. Schule ist mir natürlich immer noch wichtiger, okay? Also wenn ich eine Art Prioritätenliste machen würde, dann sähe sie so aus. Finde ich cool. Schule steht ganz oben. Auf Platz 2 sind meine Familie und Freunde und auf dem dritten Platz sind halt dann alle meine Hobbys, also Basketball, ich liebe Basketball, Tanzen, Zeichnen, Zocken und natürlich auch YouTube. Ich werde Videos also nur machen, wenn ich Zeit und Lust habe. Jetzt momentan habe ich halt eine Woche Ferien und kann damit auch mehr machen, aber wenn dann beispielsweise die Klausurenzeit kommt, werde ich deutlich inaktiver. Ich oh Mann, Zeit, ich habe jetzt schon keine Lust. Aber die Hauptsache ist, guess who's back? Back again. Entenskills ist back. Und jetzt stellt euch... Das war so wie Michael Jackson, ne? Back again. Was ich nochmal sagen muss, was ich auch einfach mal so als These in den Raum werfe, ist, wenn diese ganze Thematik mit Oma Nock, Betzke und Ace nicht aufgekommen wäre mit seinem Kanal, weiß ich nicht, ob er dann wirklich auch nochmal mit YouTube angefangen hat. So, das hat sich halt einfach mega für ihn gelohnt, jetzt wieder anzufangen, einfach weil der Hype um seine Person so heftig war. Ihr habt es auch in dem anderen Video gesehen, wo ich meine Theorie mit dem Fake widerlegt habe. Also, ja, weiß ich nicht, ob da wirklich so viel Bock dabei war oder ob er jetzt einfach so die Gelegenheit genutzt hat, so, er hatte schon so ein bisschen Lust, jetzt aber nicht gemacht und jetzt halt einfach die Gelegenheit ergriffen, so den Push mitnehmen, weißt du? Die Frage... No front jetzt, so, es ist einfach so meine Meinung. Was genau wird eigentlich auf deinem Kanal nun kommen und wie wird es weitergehen? Ich bin auf jeden Fall wieder aktiv mit dabei. Wie diese Aktivität aussieht, unterscheidet sich dann womöglich einfach nach den privaten Umständen, meistens wegen der Schule. Beispielsweise habe ich am Freitag nie Zeit, weil ich nach der Schule noch an einem Japanischkurs teilnehme, danach an einer... Boah, krank Japanisch, Alter. Tanzgruppe hocke und... Na, Tanzgruppe und Japanisch, Digga. Tanzt du japanischen Samurai-Kampf oder was? Weil ich relativ spät nach Hause komme. Warum erzähle ich das eigentlich? Ihr müsst nur wissen, dass ich viel zu tun habe und dadurch auf jeden Fall nicht wie damals täglich Videos bringen kann. Noch dazu sind meine Videos qualitativ hochwertiger und nehmen dadurch mehr Zeit in Anspruch.
Also, das war es eigentlich zu meiner Aktivität, jetzt zum kommenden Content meines Kanals. Ich werde an sich immer das bringen, worauf ich Lust habe und wo ich das Gefühl habe, dass sich der Aufwand dafür auch lohnt. Momentan wird somit auf jeden Fall Minecraft kommen, wahrscheinlich mit Schwerpunkt Bed Wars halt und natürlich auch Videos mit Animationen und Zeichnungen wie diese hier. Wie Feier ich, gefällt euch Bruder, das, by feier the ich. way? Schreibt's mal in die Kommentare, wird mich echt interessieren. Ich bin übrigens auch gespannt auf die Reaction-Videos, die kommen werden. Grüße Hierbei gehen raus an dieser Stelle. nochmal ein Danke an alle, die das machen. Das war's dann auch mit dem ernsten Thema hier, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es auf meinem Kanal ungewohnt ist. Und trotzdem hoffe ich, dass es euch eher positiv überrascht hat. Und demnächst kommt dann vielleicht doch mal wieder ein Bed Wars Let's Play. Auch diese Videos werden sich dann vielleicht ein kleines bisschen ändern und aufwendiger sein. Und Okay, hat ich dir bin deine heiße gespannt. Schokolade und das heiße Wellnessbad im Teich gut getan? Schreib's in die Kommentare, Mega, lasst ein Digga. Like da und Ich kommentiert. fühle mich so heftig entspannt, Mann. Oh, fast wie dieser. Ich Da, teil sag einfach das Video, nichts bla mehr bla zu bla, dem Typ. tschüss. Stop, don't stop, don't stop looking at me. Ja, feier ich auf jeden Fall. Willkommen zurück auf der roten Röhre. Schönes Video, war bestimmt eine Menge Arbeit. Grüße gehen raus an die anderen. Schaut bei den Skills vorbei. Lasst mal hier ein Like und ein Kommi da. Und natürlich reinsobben und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall unbekannt rein. Ciao.